Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Und heute gucken wir mal auf ein ziemlich cooles Konzept, nämlich eins, das von Josie kommt. Und sie hat sich etwas ausgedacht, was ich ziemlich cool finde und deswegen zeige ich es jetzt mal in dieser Episode. Und zwar, wer kennt das Problem nicht? Als Max-Spieler weißt du irgendwann nicht mehr, wohin mit deinem Loot. Bedeutet, du kannst nichts mehr machen, du bist Max, du hast die Verteidigung Max, Truppen Max, Helden Max, Belagerungsmaschinen Max und natürlich auch die Mauern Max. Mauern Max ist natürlich ein Problem, denn, ja, im Endeffekt, das ist wie bei meinem Max 13er Account. Ich würde sehr gerne weiter farmen, aber ich kann nicht. Ich kann einfach nichts mehr machen, deswegen spiele ich jetzt natürlich auch hauptsächlich diesen etwas schwächeren 13er Account, also den Frederikson Account, weil ich ja hier noch ziemlich viel zu tun habe. Und da gibt es von ihr eine sehr coole Lösung. Und die Lösung ist folgende. Skins für Mauern. Also ein Skin, wie wir das ja von den Heldenskins kennen, hat in erster Linie ja, hauptsächlich, also ganz, 100%, was rede ich, hat zu 100% optische Sachen halt oder eine optische Veränderung zur Folge. Bedeutet zum Beispiel, weiß ich nicht, König, haben wir jemand mit einem Skin? Haben wir natürlich hier ausgerechnet niemanden mit einem Skin. Super, ganz super. Haben wir hier vielleicht jemand mit einem Skin? Ja, hier zum Beispiel. Der Party Warden, den ich ja jetzt eigentlich nicht so mag, klar, der Warden wird dann zum Party Warden. Und wie würde das denn dann bei einer Mauer aussehen? Ich habe da mal zwei Sachen rausgesucht, wo es etwas klarer wird, wie ich mir das vorstelle. Hier sehen wir zum einen die alten Level, ich glaube, das sind die Level 11 Mauern, doch klar, die alten Level 11 Mauern von früher, die damals noch auch so in diesem elektrischen Design gehalten sind und so weiter und so fort. Ich habe halt noch mal gesucht nach sowas, nach Konzepten für Mauern und da habe ich das gefunden. Und dann, als Veränderung davon, bekommen die diese kleinen Türmchen drauf. Auf jedes Mauerstück kommt dann ein kleines Türmchen drauf. Fände ich ganz cool. Also einfach, dass du etwas hast, wofür du dein ganzes Gold und dein ganzes Elixier ausgeben kannst, da ja anscheinend das Clandorf nicht kommt. Ich habe zumindest nichts gehört. Oder sonst irgendwas kommt. Nehme ich den mal mit. Nein. Da ja das Clandorf nicht kommt und ich auch ansonsten nichts gehört habe, wäre das mal eigentlich ganz cool. Denn es wäre, glaube ich, keine große Arbeit, das zu programmieren. So ein Skin für eine Mauer. Und wie gesagt, das könnte so aussehen, wie wir es auf diesem Bild sehen. Also aus diesen normalen Mauern wird dann halt eine etwas veränderte Variante. Und wir haben Loot gefunden. Und zwar ordentlichen Loot. Warte mal. 1, 2, 3, 4. Komm, spreng es offen. Spreng alles offen, bitte. Ja, 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 ja. Ja, hier sehen wir ja die Max-Mauern. So sehen die aus. Ich meine, da ist doch noch Platz oben drauf. Da ist doch auf jeden Fall noch Platz. Wir gucken nachher noch auf ein zweites Konzept. Das finde ich persönlich auch ganz cool. Wo auch eine Mauer verändert. Wobei, die wurde, glaube ich, gar nicht richtig verändert. Also, diese Mauer habe ich noch nie gesehen. Ist bestimmt aus irgendeinem anderen Spiel. Aber ist im Endeffekt auch egal. Soll ja auch nur mal dazu dienen, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, wie es denn aussehen könnte. Ja, also das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. So, Moment. Sechs Stück. Komm. Nein, das reicht immer noch nicht. Ernsthaft? Ernsthaft reicht es nicht aus. So, jetzt holen wir uns mal eben das Gold noch. Das Goldlager. Ja, das ist weg. So, ich kann es ja schon mal einblenden. So sieht das nämlich aus, in Rot. Oh, die sieht sehr, sehr, sehr bedrohlich aus, die Mauer. Das kann man wirklich mal so sagen. Die Mauer sieht wirklich sehr bedrohlich aus. Und dann habe ich mir noch überlegt, warum machen sie es nicht einfach so, dass sie dann vielleicht trotzdem noch ein paar richtige Effekte da drauf packen? Dass du halt einfach, weiß ich nicht genau, dass die Mauern sich vielleicht auch mal selbst verteidigen. Dass dann irgendwie, weiß ich nicht, dass die auch ein bisschen Schaden austeilen oder irgendwie sowas. Ich meine, da sind doch die Möglichkeiten sind doch da echt vielfältig und die sind hinter mir immer noch am Knabbern. Alter, Leute. Die haben das Häuschen, die Chinchillas haben ihr Häuschen jetzt fast schon ganz zersägt. Aber wirklich, die haben ihr Häuschen wirklich schon fast ganz zersägt. Das ist unglaublich. So, mal einmal gefrieselt. Jetzt warten wir mal eben ab. Ja, Moment. 3, 2, 1. Jetzt, so. Jetzt lassen wir die mal eben noch ein bisschen Gold holen, ein bisschen Elex holen. Dann sind wir fertig. Ja, meine Kleinen, holt euch noch ein bisschen Elex. Ja, ein bisschen Elex. Noch. Komm. Ah, das Lager haben sie nicht mehr ganz gekriegt. Schade. Aber vielleicht kriegen wir noch irgendwie einen Stern oder so. Wäre ja auch nicht so schlecht. Da ist ja auch noch ein Lager übrig. Ja, die Königin schnappt sich das Lager noch. Die Adler-Dev noch. Und wenn wir die 50% noch kriegen sollten,
Wäre das auch nicht so schlecht? Okay, die Adlerdef hat nicht mehr geschossen. Die Königin schnappt sich jetzt noch eben das. Das Rathaus kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr. Aber wir kriegen noch die 50%. Dann kann ich aufgeben. Warte. Hallo? Ah, jetzt. Ah, fände ich ganz cool. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich sage, das ist etwas, womit ich mich auf jeden Fall anfreunden könnte, womit ich dann auch das Problem gelöst hätte, dass ich nicht mehr weiß, wohin mit meinen Ressourcen im Maxed-Account. Dann macht es doch erst optisch. Wenn ihr nichts verändern wollt, ansonsten macht es doch optisch, bitte. Sagt, ey, die Mauern sehen dann anders aus. Wer das sich zusammenfarmen will, soll das zusammenfarmen. Oder ansonsten halt nicht. Oder was man natürlich auch machen könnte. Alter, die hinter mir. Moment. Ey. Mann, du. Alter, diese beiden. Also, was man natürlich auch machen könnte, es irgendwie hier anzubieten. Dass du quasi sagst, du machst das vielleicht, sagen wir mal, warte mal, hier fängt das Ganze an. So, hier irgendwo auf diese Stufe, sagen wir mal vor der Hindernisschaufel, dass du da diesen Skin freischaltest. Du musst dann aber, wenn du ein Mauerstück verbesserst, beispielsweise jetzt tun wir mal so, als wären das Max-Mauern, dann müsstest du trotzdem noch 4,8 Millionen bezahlen, um den Skin halt dann zu benutzen. Für ein Mauerstück. Also du schaltest das Recht frei, ihn überhaupt benutzen zu dürfen, im Goldpass oder auch wegen mir im Silberpass. Und dann kannst du ihn da quasi benutzen. Das fände ich super cool. Das fände ich einfach super cool. Und die Mauern sehen ja auch echt cool aus. Ich habe übrigens noch was Drittes gefunden. Jetzt muss ich mal eben suchen, wo ich das habe, Leute. Da. Leuchtende Mauern. Das ist jetzt zwar das Tagdorf, denn zu dem Zeitpunkt, als dieses Bild entstanden ist, es ist, glaube ich, von 2015, also zum Zeitpunkt, wo dieses Bild entstanden ist, gab es das Nachtdorf noch gar nicht. Bedeutet, der Typ, der das halt kreiert hat, hat quasi die Mauern, ja, hat halt so getan, als gäbe es einen Nachtmodus fürs Hauptdorf. Und ich fände es ganz cool, wenn solche Mauern es auch mal ins Nachtdorf schaffen würden, weil ich finde, die Mauern im Nachtdorf sehen alle relativ kacke aus. Die sehen halt nach nichts aus und die verändern sich auch kaum. Irgendwie fehlt da was. Da fehlt irgendwie was an Optik. Und nochmal zusammengefasst. Wir haben, oh, den nehmen wir übrigens mal hier noch mit. Alter, ich kann mich kaum konzentrieren, weil die so am Asker. Warte, ich muss die mal ganz kurz beruhigen. Einen Moment. Er wird eh nicht auf mich hören und wird gleich weiter nach. Er kann nichts dafür. Gebt ihm keine Schuld daran. Also Nummer 1 ist sowas, wie ich das ja gezeigt habe, aus diesen elektrischen Mauern von damals werden dann halt erweiterte Mauern, zum Beispiel mit so einem kleinen Türmskin obendrauf oder halt mit sonstigen optischen Anpassungen, die man dann freischalten kann. Oder halt ein komplett neues Design für die Mauer, fände ich auch nicht schlecht. Allerdings macht es, glaube ich, am meisten Sinn, wenn sich die Mauern dann nur leicht verändern. Bedeutet, dass sich die Mauern nur leicht verändern, dass man sie dann auch noch halt erkennt. Bedeutet, aus einer Level 14 Mauer sollte dann irgendwie noch was, sollte jetzt nichts werden, wo man dann irgendwie denkt, was ist das jetzt? Ne? Wo man sich dann fragt, was hat das jetzt noch mit der ursprünglichen Mauer zu tun? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ne? Ich glaube, ich habe das ganz gut erklärt. Zumindest habe ich das, glaube ich, so erklärt, dass ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, glaube ich. Also, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Es muss halt was passieren, ja, für die Max-Spieler. Irgendwie irgendwas, wofür sie ihre Ressourcen ausgeben und wenn sie halt kein aufwendiges Update machen wollen, wie ein Clan-Dorf oder sonstige Geschichten für den Clan, eine Clan-Kampagne oder sowas, dann finde ich, sollten sie es halt machen, dass man so irgendwas ausgeben kann, irgendwelche Skins oder so. Vielleicht auch für ein Gebäude oder so. Ich meine, es darf natürlich nicht zu weit gehen, denn sonst hat bald alles in dem Spiel irgendwie einen Skin oder so, aber warum denn nicht? Fangen wir doch erstmal mit den Mauern an, das ist leicht umzusetzen, es würde nicht stören, es würde das Bild vom Dorf halt dann auch nicht komplett ändern. Oh, das Rathaus, yes, wir haben das Rathaus noch bekommen. Super, da haben wir was geholt. Ja, und dann haben wir jetzt gleich den Punkt, wo wir so viel gefarmt haben, dass ich nicht mehr weiterfarmen kann. Da vorne ist noch was, komm, wir lassen sie noch los. Wir lassen die restlichen Fratzen lassen wir auch noch eben los. Holen uns eben ein bisschen was. Wo laufen die jetzt hin? Die laufen natürlich zum Goldlager. Und werden sich das Goldlager auch noch schnappen, selbst wenn da der Bombenturm ist? Ja. Die holen sich sogar noch das Elex-Lager, oder? Ah, ein bisschen noch. Oh, haben sie sogar noch. Oh, Alter, wie die eskalieren. Ja, jetzt haben wir das Problem. Jetzt haben wir 17,3 Millionen. Und ich habe kein Buch des Bauens. Ich habe, glaube ich, auch nicht mehr genug Gems. Wir müssen mal eben gucken. 17 Stunden dauert das noch. Das kostet mich 192. Nein, das reicht nicht. Können wir auf jeden Fall noch irgendwas... Was ich schon mal manchmal mache, ist...
einfach die wegzuwerfen. Das kostet dann, oder selbst die kosten nicht mehr so viel. Selbst die kosten nicht mehr so viel. Warte mal, das war so und so. Oh ja, das passt. Jetzt können wir die natürlich nochmal wegschmeißen. Dann haben wir nochmal 3x80 gespart. Und dann bauen wir nochmal neue und zack, zack, zack. Denn jetzt haben wir wieder nur 16,8. Was sagt denn unsere Schatzkammer? Die sagt, ich bin halbwegs gut gefühlt. Übrigens kriegen wir auch bald ein Buch des... Oh, wir kriegen bald ein Buch der Helden. 5 Stück noch. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ansonsten, ja, das Problem ist, es gibt ja keine Truppen für Gold. Also von daher kann ich da jetzt nicht so viel machen. Elex brauche ich sowieso immer. Von daher läuft das. Warte, wir nehmen euch mal ein paar mitkommen. Nehmen wir mal 5 Stück mit. So, ein paar Mauerbrecher noch an den Stüssel. Und dann läuft das auch. Dann greifen wir gleich auf jeden Fall noch mal einmal an. Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen Platz. 16,8 Millionen, 14,1 Millionen. Schreibt, wie gesagt, gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Skins für Mauern, dann müssen wir keine neuen Mauern haben. Dann reicht es, wenn wir ein paar Skins haben. Dann können wir das ein bisschen, ja, dann können wir dann ein bisschen unsere Ressourcen ausgeben. Besonders natürlich in meinem Max-Account. Wir können ihn ja mal eben besuchen. Der ist sehr inaktiv. Da ist er. Er dürfte zerstört sein und inaktiv wahrscheinlich, ne? Naja, er ist nur zerstört. Guck dich das mal an. Ein Trauerspiel, ein Trauerspiel, ein Trauerspiel. Fast alles voll, weil ich ja nicht weiß, wohin damit. Ja, wir können gleich mal drauf gucken. Oh, das machen wir jetzt mal eben. Wir gucken mal ganz kurz noch drauf. Was ist beim Devlog passiert, beim Verteidigungslog von meinem großen Account? Das interessiert mich auf jeden Fall. 3, 2, 1, los. Hoffentlich werden die E-Mail-Adressen... Ja, so für eine Millisekunde werden sie immer eingeblendet. Aber das ist okay so. Ja, die Gegner freuen sich, wobei ich jetzt gar nicht mal so viel verliere eigentlich, wie ich denke oder wie ich gedacht hatte. Oh, der letzte Angriff vor 4 Tagen. Ich meine, rasiert wurde immer ordentlich, ne, in diesem Account. Aber so, pff. Ansonsten, wir können das mal wieder... Oh, ich habe nur 7,9 Millionen Gold. Was ist da denn los? Hier habe ich das habe ich noch gar nicht gemacht. Oh, 17 Stunden Zeit. Die Frage ist, wofür, ne? Wer weiß, wann ich hier mal überhaupt wieder jemals einen Held machen kann. Ach Mann, das ist traurig. Das ist echt traurig, wenn man nichts mehr machen kann. Man hat nichts mehr, auf was man sich freuen kann irgendwie. Naja, okay. Wir machen einen kurzen Cut, greifen gleich nochmal an. Bis gleich. Okay, ich werde euch jetzt mal zeigen, wie universell einsetzbar unsere kleinen Fratzel denn sind. Unsere kleinen Superfratzel. Und zwar 3 Stück. Aufgesprengt. Wir werden jetzt hier ein bisschen weiter mittig aufsprengen. Ja. Ne, damit wir da möglichst viel natürlich bekommen. So. So. Und jetzt fehlt hier noch was. Wobei, da ist noch ein Lager. Das haben sie schon. Oh, da noch. Ist die Frage, wie kriege ich das hin? Es müsste reichen mit 4 Stück vielleicht. Nein, nicht ganz. Alles gut. Alles gut. Die normalen kosten eh nicht so viel, die normalen Mauerbrecher. Das geht noch so. Oben haben wir sogar schon einiges geholt. So. Zack, zack, zack. Ich will natürlich das Lager noch haben. Ist logisch. So, wir gucken auch gleich mal, wie viel wir ausgegeben haben. Das ist natürlich auch immer wichtig. Wie viel haben wir denn ausgegeben an Zeugs? So, mal eben gucken. Wir wollen natürlich, dass die jetzt auf die, ja, dass die auf die 11er-Mauer draufgehen, nicht auf die 12er. Ja, das war das alte Level. Das, was wir eben gesehen haben, das elektrische Level, dieses blaue mit den Blitzen, das war früher das, was jetzt in Orange ist. Ich muss sagen, mir gefällt eigentlich beides. Früher gefiel es mir immer nicht. Ich habe noch früher mal eine Folge gemacht, wo ich gesagt habe, das gefällt mir nicht. Aber mittlerweile geht das eigentlich. So, jetzt sind die schon einigermaßen durch. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Wir nehmen trotzdem den, wir nehmen den mit. Wir nehmen hier alles mit, würde ich sagen. Wir nehmen hier alles mit. Und zwar tutti completi. Tutti completi nehmen wir alles mit. Na, tutto. Tutto completo. So. Ganz schnell. Ganz schnell. Das war richtig knapp. Der Warden musste noch ganz schnell da meinen Mauervernichter heilen und noch den Rest. So, Moment. Ja, mehr Gold für mich. Auch niemals verkehrt. Ich glaube, den hätte ich mir schenken können. Ich dachte, wir kommen noch weiter in die Mitte. Oh, warte, die Gladi noch. Ja. Wenn sie vielleicht nur das... das Dunkle hätte ich auch noch so gerne gehabt. Aber okay, kriegen wir das Rathaus noch? Nein, nicht mehr ganz. 53%. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ein bisschen haben wir liegen gelassen. Wir gucken gleich mal drauf, wie teuer das jetzt war. Clan-Truppen sind natürlich immer super. Wenn du einen Clan hast, der aktiv ist, wo die Leute dir spenden, das ist natürlich immer super. Oh, warte, den lasse ich auf jeden Fall laufen, den Angriff. Wir wollen ja den kompletten Bonus haben.
Einziger Nachteil jetzt. Wir kriegen nur einen Stern, bedeutet, wir kriegen jetzt in dieser Episode nicht mehr den Sternenbonus. Ich muss gleich mal gucken, vielleicht kriege ich das Büchschen ja noch. Ich habe gerade nicht darauf geachtet, wie viele Helden es waren, die wir gerade zerlegt haben. So, 62% ist in Ordnung. Das war's. Oder ist eben wo? Oder ist das, weil ihr noch irgendwo, was aktiv ist? So, ist aber in Ordnung. 50.000 Bonus obendrauf. Hat es denn gereicht? Hä? Besiege einen beliebigen Helden 40 Mal. Habe ich gerade keinen einzigen Helden besiegt? Oder what? Warum? Hä? Habe ich wirklich nicht? Ach du Heiland. Guck mal da. Da oben sind zwei. Da ist ein. Ach komm, ey, da muss ich noch einen Angriff machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wollte noch gucken, wie viel genau, Leute. Ihr habt ja recht. Ich wollte noch eben drauf gucken, wie viel wir gerade ausgegeben haben. Mache ich jetzt. So. Zauber. Ist egal. Wir gucken drauf. Und zwar 105.000 ist nix. Das ist einfach nix. Fertig sind sie auch schon wieder. Wir müssen noch ein paar Helden besiegen. Wobei, das wird jetzt schwierig. Ohne König, ohne Königin. Moment. Moment. Wie lange braucht ihr noch? Wir lassen sie schlafen. Ich wecke sie dann gleich auf. Wir greifen nochmal an. Wie lange dauert das? 2 Minuten. Ich suche nochmal einen Gegner raus. Bis gleich. Okay, wir holen uns jetzt mal ganz eben schnell 2 Helden hier vorne weg. 1, 2, 3, 4. Zack, zack, zack. Mal einmal gezündet alles. Dann haben wir schon mal 2 Helden. So, 2 sind am Start. Fehlen noch 3. So, 3 Stück. Weiter geht's. Warte. Haben wir noch was? Außen? Held? Irgendwo? Außen? Nein. Bis gleich. Okay, wir haben eine inaktive Base. Das Problem ist, die Helden sind sehr weit mittig. Ich möchte natürlich trotzdem noch alles haben. Moment. Oh ja, warte, wir haben noch einen Mauervernichter, der ist zwar leer, macht aber nichts. Jo, dann sprengen wir das mal offen, würde ich sagen. Erstmal werden wir da einen hinpflanzen, da oben auch einen hinpflanzen, da vorne auch noch einen hin. Ein paar Prozente können nie schaden. Okay, da sehe ich schon mal 2. Da ist die dritte Held. Okay, das müsste passen. Wir gehen jetzt gleich auf jeden Fall mit dem Mauervernichter von da vorne vor. Ja, von da. Wir lassen ihn, glaube ich, erstmal laufen. Oder? Lass mal den laufen. Ja, komm, erstmal da drauf. 2. So, das waren sehr viele. Die Mauer ist auch offen. Super. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Wie weit kommt der Mauervernichter denn durch? Komm, eine Mauer noch. Eine Mauer noch. Komm, eine noch. Eine noch. Eine noch. Ja, hat er. Der ist natürlich jetzt leer. Ist logisch. So. Jetzt werden wir den König mal eben dahin schicken zum Aufräumen. Der soll mal eben den Weg frei machen. Das wird, glaube ich, schwierig werden. Oh, die ist fast down. Nein, die ist wirklich fast down, die Königin. Na gut, dann noch da drauf. Wo ist überhaupt noch was übrig? 87.000 Elex, da. Ah, der König holt sie sich. Yes, yes, er holt sie sich. Der holt sie jetzt wahrscheinlich gleich noch den König, oder? Nein, geht auf den König drauf. Ja, er holt sie auch noch. Yes, so, das war Nummer 2. Oh, Nummer 3 holen wir uns jetzt gleich da oben. Passt mal auf. Den Rest holen wir uns gleich noch da oben. Aber passt mal auf. So, da ist nämlich noch Gold übrig. Ja, der König macht das, was er machen soll. Und jetzt kommt noch... Aber ich habe noch die Magier. Nicht, dass wir die noch vergessen, Leute. Ne? Auch wenn sie jetzt um einige schwächer sind als vor dem Update. Ist egal. So. Jetzt holen wir uns noch die Gladier. Dann haben wir es. Yes. So, jetzt möchte ich natürlich auch noch alles haben. Und alles bedeutet in diesem Fall noch den Bonus. Den maximalen Liga-Bonus. Kommt. Ah, ich wollte schon sagen, wo sind die Mauerbrecher? Da vorne sind sie noch. Das Rathaus brauchen wir nicht mehr. Bei 70% gebe ich auf. Man muss auch wissen, wann man aufgeben muss. Das Rathaus kriegen wir vielleicht sogar noch. 68, komm. Beeilung. Beeilung, 69 und 70. Perfekt. Wie viel haben wir gerade ausgegeben? Wir gucken mal drauf. Erst einmal haben wir das jetzt beendet. Ha, richtig gerechnet. No, see. 89.000. Ich liebe diese Taktik. Wir nehmen ruhig nochmal wieder ein paar mit. Das ist eine gute Taktik. Es ist eine sehr, sehr schöne Taktik. So, haben wir auch wieder noch. Jetzt haben wir 17,9 Millionen Gold. Das ist natürlich super. Kann ich bald erstmal schön alles noch ausbauen, was ich ausbauen möchte. Das Buch der Helden haben wir auch.
Super, kann ich bald die Gladi machen, oder? Wie viel kostet mich die Gladi? 168.000. Bam, Junge, passt. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare zu den Mauern, zu den Mauerskins. Und dann sehen wir uns in einer neuen Episode wieder. Guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal. Bis später, mach Ad Jude. Creator Code, MBF, tschüss.